Die Partie hat begonnen. Das Estádio da Luz, die Heimat von Benfica Lissabon, ist fast 65.000 Fans und wurde zum UEFA Elite-Stadion genannt. Ah, gute Verteidigung. Da kann er sich lösen. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Abgefangen. Schwacher Ball, leicht abgefangen. Hier ist Sackgasse. Im letzten Moment geht einer dazwischen. Gut geholt. Das ist ein riskantes Spiel, wenn sie so weit hinten rausgehen. Wenn der Gegner das nutzt, wird es sofort gefährlich. Xavi. Und jetzt Messi. Mesut Özil. Sergio Ramos. Arbeloa. Modric. Fabio Contrao. Das dürfte Einwurf geben. Dani Alves. Den Pass abgefangen. Die Tür ist offen. Macht er gut. Und damit ist die Gefahr fürs Erste gebannt. Nee, der Ball ist weg. Und jetzt Benzema. Stark gemacht. Der Konter läuft. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Jetzt vielleicht die Chance. Fabio Contrao. Schlampiger Pass. Ohne Probleme. Abgefangen durch Puyol. Sergio Ramos. Mit dem guten Auge. Da geht er dazwischen. Sergio Ramos. Arbeloa. Modric. Mesut Özil. Und jetzt Benzema. Piqué steht gut und ist zur Stelle. Ey, der macht Arbeloa. Er passt ihn in Richtung Eckfahne. Die erste Ecke kommt von hoch und weit und erstmal durchatmen. Oh, der Gegner hat ihn. Pepe. Das ist ein ganz gefährlicher Ball von Iniesta. Der ist drin. Das war das erste Tor des Spiels. Genau im richtigen Moment dazwischen gegangen. Er hat die Chance gesehen, er hat sie genutzt. Ein herrlicher Konter, ein schönes Tor. Sie gehen mit 1:0 in Führung. Sie führen, sie sind im Vorteil. Und der Gegner hat ab jetzt den Druck, denn der braucht den Ausgleich. Gut abgefangen. Oder ist der Ballverlust? Das war ein Foul. Also da darf er sich nicht beklagen und da hat er sogar noch Glück. Dass der Schiedsrichter diesen Zweikampf sehr britisch auslegt. Unter kontinentalen Gesichtspunkten sind Menschen für solche Aktionen auch schon vom Platz geflogen. Arbeloa kickt die Kugel nach vorne. Cristiano Ronaldo. Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Gut gemacht, gut abgefangen. Das kann interessant werden.
ist nicht im Abseits. Versenkt. Damit haben sie wieder Augenhöhe. Es gibt Mannschaften, die stecken den Kopf in den Sand, wenn sie hinten liegen. Dieses Team gehört nicht dazu. Die machen die Schultern breit und nehmen den Kopf hoch. In einem solchen Duell kann ein Torhüter praktisch nicht gewinnen. Wir sind auf Remi-Kurs. Die Koordinaten dieser Partie sind neu gestellt. Es steht unentschieden und die große Frage jetzt, wer von den beiden will den Sieg? Wer von den beiden ist mit dem Unentschieden zufrieden? Und der Ball ist draußen. Und Flankenwechsel. Pepe. Arbeloa. Modric. Puyol. Dani Alves. Durch die Abwehr. Und da ist halt einfach mal keiner. Und dann ist Endstation bei Sergio Ramos. Sie lassen den Ball ganz gefällig laufen. Das sieht auch prima aus. Aber so richtig gefährlich, so richtig zwingend werden sie nicht. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr. Albino. Das ist der Halbzeitpfiff und das bedeutet das Ende der ersten Hälfte. Aufgrund einer Energieleistung konnte man den Rückstand wieder gerade biegen. An dieser Stelle gilt es weiterzumachen. 1:1 unentschieden. Bis hierhin. Mal gucken, was noch kommt. Jordi Alba. Er zieht aufs Tor. Da haben sie am Treffer geschnuppert. Okay, er hat sich eine Menge zugetraut. Das sah auch nicht schlecht aus. Aber dass aus dieser Distanz der Ball reingeht, das ist schon extrem unwahrscheinlich. Der Ball kommt durch. Und bitte. Der Ball ist im Netz. Sie haben zurück in dieses Spiel gefunden. Und wie? Und wie? Was hältst du von diesem Tor? Das war ja hart an der Grenze zum Blackout. Wie kann das denn sein, dass ein gegnerischer Angreifer so frei vor dem Kasten zum Abschluss ist? Jetzt sind sie vorne. Normalerweise gibt dir eine Führung Sicherheit und normalerweise verunsichert kein Rückstand den Gegner. Hier war es merkwürdigerweise genau andersrum. Das war doch wirklich kein gutes Zuspiel. Versucht die Gasse zu finden. Der Ball ist im Aus. Und jetzt Mesut Özil. Es scheint ihm nichts auszumachen, hinten aushelfen zu müssen. Er macht das gerne, stark von Messi. Das macht ihn so wertvoll. Er ist ein echter Mannschaftsspieler. Er geht die Weiten, er geht auch die schmerzhaften Wege zurück in die eigene Abwehr. Da rollt der Ball über die Linie und was das heißt, ist klar, Einwurf. Und jetzt Cesc Fabregas. Und er klaut ihm das Leder. Da liegt noch einer. Ja, ich weiß, das ist wirklich. Xabi Alonso. Stand gut, um dazwischen zu gehen. Nee, da kommt er nicht durch. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Da verliert er das Leder. Den muss er machen. Er tut alles. Sergio Busquets.
Jordi Alba. Und das geht ein. Schwach gespielt und weg ist die Kugel. Modric. Funkt dazwischen. Das war wichtig. Sergio Ramos. Pepe. Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Benzema. Und abgefangen. Sergio Busquets. Er wartet auf die Flanke. Da flankt er den Ball. Und er schießt. Junge, 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 die stehen da hinten mit viel Gottvertrauen. Xavi. Hat ihn da nicht richtig durchbekommen. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Da ist er draußen. Und weg ist der Ball. Arvelo. Di Maria. Arvelo. 75 Minuten sind vorbei. Gebt hoch herein. Der letzte Ball kommt nicht an. Gutes Defensivverhalten. Er ist mit dabei. Nee, so nicht. Cesc Fabregas. Das ist klasse Fußball. Wenn Sie jetzt noch ein bisschen das Tempo erhöhen, dann sehe ich das Tor schon vor mir. Das haben Sie riskant gespielt, aber es ist gut gegangen. Er stand tatsächlich soeben im Abseits. Das ist immer wieder eine Zentimeterfrage. Diesmal wurde sie gegen ihn entschieden, beim nächsten Mal vielleicht gegen die Verteidiger. Ah, da muss der Ball besser kommen. Ey, der rennt da in meinen Lauf rein. Einwurf. Was soll das denn? Er versucht ihn da durchzuspielen. Er könnte schon eine Flanke bringen, aber das ist niemand im 16er. Das wär's gewesen, Freunde. Okay, sie führen immer noch, aber sie wären schon gut beraten, aus diesen Chancen mehr zu machen und die Führung auszubauen. Einwurf. Er versucht ihn einzuspielen. Messi. Aus der Aktion wird nichts. Und er bezieht seinen Keeper ins Spiel mit ein. Jetzt sind nur noch wenige Minuten zu spielen. Stark geholt. Boah, er versucht den Torwart zu überlupfen, der Hund. Sie wollen das nächste Tor.
das wäre hier die Entscheidung, aber solange das nicht gelingt, bleibt hier spannend. Sie müssen es noch einmal probieren. Was macht ihr? Das kann man besser lösen. Durch zu Higuain. Es sieht gut aus. Und jetzt Modric. Macht er den! Jetzt aber! Di Maria schießt! Das war's. Die Trainer geben sich die Hand. Das Spiel ist beendet. Dieser Sieg ist in die Rubrik taktische Meisterleistung einzuordnen. Sie haben die Umstellungen des Gegners gnadenlos ausgenutzt, auch wenn es am Ende dann etwas glücklich war. Abgesehen vom Ergebnis ein durchaus unterhaltsames Spiel, viele Torgelegenheiten und viele feine Fußballer. Wir verabschieden uns. Hansi, was hätte ich ohne deine Expertisen gemacht? Herzlichen Dank. Ja, wollte ich doch erst machen. Hier deine Riesenschule. Oh, wie knapp ist das? Das eine, wo der so mega hochgesprungen ist.